Muss ich nicht wieder von hier anfangen. Wunderbar, guckt euch das doch an. Und schon habe ich den Kreis fertig. Und es hat nicht mal, es hat nicht mal 5 Minuten gedauert. Es hat ungefähr 5 Minuten hat es gedauert, ja. Easy going in the hood. Moinsen und herzlich willkommen zurück zur Suchtis Factory im sagenhaften, unglaublichen, wundervollen, unerreichten Bauupdate 5. Meine lieben Freunde, ich möchte an der Stelle heute in dieser Episode mal noch ein paar Tipps geben, beziehungsweise auf ein paar Besonderheiten hinweisen, die mir noch aufgefallen sind und uns allen eigentlich auch aufgefallen sind, einigen zumindest, die sich beziehen auf die Erklärvideos von Jace. Da sieht man nämlich an einer Sache eine wunderbare, eine Neuerung, die es nicht ins Update 5 geschafft hat. Und ich vermute auch zu wissen, warum das vielleicht nicht gekommen ist. Aber der Reihe nach. Ich habe hier mal die Turbodrahtfabrik, die sich am Fuße der gigantischen Brücke der Modernen befindet. Die habe ich jetzt hier mal abgerissen und neu gebaut. Ich habe das literally wirklich abgerissen, weil die stand nämlich in einem anderen Winkel zu dem Raster, was sich hier hinten befindet. Hier haben wir beim letzten Mal die Fassade aufgebaut, beziehungsweise ich habe euch so ein bisschen so ein paar Fassadenkniffe gezeigt. Ja, und das wird hier natürlich auch noch weiter durchgezogen, das werden wir auch noch weiter machen. Aber heute erstmal nicht, denn heute möchte ich nochmal zeigen, zum einen, wie man rund baut. Das ist so das, um was es heute geht. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Update 5 in seiner absoluten Komplettheit reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, ist immer am Anfang des Videos, rechts oben in der Ecke oder am Ende des Videos verlinkt. Und ihr könnt natürlich auch gerne kommentieren, wenn ihr noch so ein paar Fragen habt. Es gab zum Beispiel die Frage, wie schaltet man eigentlich diese Glasdächer frei? Das haben einige irgendwie nicht so ganz, ja, nicht so ganz gesehen, scheinbar. Also ihr müsst den Awesome Shop aufbauen. Ihr müsst an den Awesome Shop, und da müsst ihr natürlich auch Coupons haben, ja, wenn ihr keine Coupons habt, naja, dann müsst ihr erstmal Sachen schreddern. Genau, und dann geht ihr rein unter, ich glaube, es war Architecture. War es Architecture? Ich meine, es war, ja, Fixed Dächer, genau. Dann habt ihr hier erstmal die Dächer bei Architecture. So, und die Glasdächer, das war, meine ich, bei Anpasser. Nämlich nicht alles täuscht. Da muss man halt gucken, wo das dann nochmal. Hier, genau. Das ist bei Anpasser gewesen und da sind die Glasroofs. Also, ihr habt hier nochmal ganz rechts so einen Reiter. Jetzt ist es übrigens deutsch. Vorher hieß es Customizer. Jetzt heißt es Anpasser. Was übrigens jetzt auch deutsch ist, ist der Name für Soup. Das finde ich auch lustig. Soup heißt jetzt nämlich nicht mehr Soup. Soup heißt jetzt im Deutschen Schwups. Ein bisschen schwupsen, meine lieben Freunde. Heute schon geschwupst, ist die Frage. Wer hat heute schon geschwupst? Einen Schwups aus der Pulle, meine lieben Freunde. Lasst uns mal ein bisschen schwupsen. Solange wir nicht überschwupsen, ja. Man darf da nicht überschwupsen, wenn man mal geschwupst hat. Einmal geschwupst, nie mehr geschubst. So ähnlich, ja. Genau, aber das will ich jetzt gar nicht, ich will jetzt gar nicht schwupsen eigentlich. Also doch auch, aber jetzt nicht primär. Ich möchte nämlich jetzt mal euch zeigen, wie man rund baut. Es gab es jetzt nämlich häufiger, die Frage, wie baut man jetzt eigentlich rund? Wie geht das jetzt eigentlich optimal? Ich habe es euch ja oben bei der Kurve von der Schiene schon so ein bisschen gezeigt. Hier zeige ich es euch jetzt nochmal. Das habe ich hier rund gebaut. Es sieht ein bisschen flimmerig noch aus, weil ich die Textur noch nicht ausgetauscht habe. Genau, aber prinzipiell machen wir das jetzt hier genauso. Also da, genauso wie hier. Muss noch mal gerade gucken, wie ich da die Winkel genommen habe hier. Ich habe schon zwei. Das war hier die Mitte. 1, 2, 3 nach außen. Okay. Da muss man mal ein bisschen gucken. Also man muss erstmal wissen, wie groß muss eigentlich der Radius sein. Das ist Punkt 1. Man muss sich erstmal klar werden, wie groß ist eigentlich der Kreis, den ich machen will. Das heißt, ich muss das hier jetzt alles löschen, weil das wird jetzt ja rund. Nicht wahr? So, und dann suche ich mir die Mitte aus. Die Mitte ist dann entsprechend, hier sind 3 Foundations, hier sind 3 Foundations, dann wäre die Mitte hier. Wenn ich jetzt einen größeren Kreis mache, der mit 4 Foundations zum Rand ist, dann muss ich die Mitte natürlich entsprechend dann hier wählen, weil dann brauche ich hier 4
Und hier 4. Und dann muss ich auch die Rotationen anders wählen. Aber wie mache ich das jetzt eigentlich? Früher war es ja so mit diesem blöden Item. In die Mitte stellen, sich auf das Item stellen, angucken, Foundation ausrichten. Vergesst das alles. Vergesst das alles. Vergesst alles, was früher war mit Rundbauen. Rundbauen geht jetzt anders. Ihr nehmt euch das Objekt, also die Foundation. Und ihr haltet STRG, Steuerung gedrückt. Und dann dreht ihr mit dem Mausrad dreimal, wenn ihr jetzt drei Foundations in die Richtung ziehen wollt, dreimal in die Richtung, wo ihr es halt hingedreht haben wollt. Dann platziert ihr mit Schwupps die Foundation mit Schwupps und dann seht ihr schon, die ist hier vorne exakt jetzt dran. Da. Genau. Und dann könnt ihr das hier alles schon wegmachen tatsächlich. Das braucht ihr nämlich nicht. Ihr braucht nur diese hier. Und dann macht er da einfach drunter noch eine. Bisschen Snap-Punkt technisch, bisschen umständlich manchmal, aber dann habt ihr das schon so. Und jetzt müsst ihr euch nicht über irgendwelche Positionierungen oder so Gedanken machen. Ihr geht jetzt wieder hier hin. Dann dreht er wieder eins. No, warte, jetzt habe ich, glaube ich, eins zu weit gedreht. Moment, jetzt muss ich nochmal von vorne machen. Jetzt habe ich mich ein bisschen, ich habe ich Mausrad verrutscht. Aber ist kein Problem. 1, 2, 3, das war die. 1, 2, 3, das ist die nächste. So, dann schwupps mal wieder raus. Wieder an die Stelle und fertig. Es ist wirklich nicht schwer. Immer Steuerung gedrückt halten beim Drehen. Dann könnt ihr nämlich die feineren Gradzahlen benutzen. Und das ist ja das, was ihr gerade wollt. Ihr wollt feinere Gradzahlen, ja. Ihr wollt ja möglichst präzise den Kreis machen. Wenn ihr nämlich nur 90 Grad dreht, naja, dann wird das halt ziemlich unpräzise so. Und man muss natürlich auch immer auf die richtige Foundation wieder zurückgehen. So, warte. 1, 2, 3... 1, 2, 3, 1, 2, 3, rausziehen. Es ist wirklich, es ist so einfach jetzt eigentlich, man könnte es in der Sesamstraße veröffentlichen, wie man das macht. Und dann in der Sesamstraße würde daraus wahrscheinlich ein lustiges Lied noch gedichtet. Und Oscar würde aus der Mülltonne kommen und sich freuen. Warte kurz, jetzt müssen wir kurz hier nochmal, jetzt müssen wir von vorne machen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und wieder suchen und dann sind wir wieder an der Kante da hinten. Und je nachdem, wie gesagt, wie groß der Radius von dem Kreis sein soll, müsst ihr halt den Kreis dann entsprechend... Nein, das war jetzt blöd. Das war jetzt wieder Brain AFK. Hervorragend. Aber zum Glück ist das noch eingestellt, der Winkel, wenn ich Steuerung drücke. Wenn ich wieder Steuerung drücke, ist er nochmal eingestellt. Und dann ist das kein Problem. Dann kann ich das einfach hier wieder runterdrehen. So, und dann oben wegnehmen. Unglaublich. Hat er wieder nicht aufgepasst hier. Genau, und den andere kann ich jetzt auch so machen. 1, 2, 3. Und dann habe ich da die richtige Stelle. Dann muss ich nicht wieder von hier anfangen. Wunderbar, guckt euch das doch an. Und schon habe ich den Kreis fertig. Und es hat nicht mal... Es hat nicht mal... Ich weiß jetzt gar nicht... Es hat nicht mal 5 Minuten gedauert. Es hat ungefähr 5 Minuten hat's gedauert, ja. Easy going in the hood. My dear friends. Look at the amazing speed of the Kreis. Of the amazing Kreisbau. Guck mal, hier können wir jetzt das so machen. Genau, dann flimmert auch nicht so viel. Und wenn wir das dann auf Beton einfärben, dann sieht man das nicht mal, dass da so viel sich überschneidet. Also man sieht es schon noch ein bisschen, aber es ist nicht mehr ganz so schlimm. Nur der Schatten verrät es noch so ein bisschen, weil der Schatten ein bisschen flimmert an der Stelle. Genau. Und jetzt haben wir natürlich hier das Ding. Jetzt müssen wir hier natürlich... die Scheiben hochziehen. Und wir sehen schon, die überschneiden sich da an der Stelle ein bisschen. Die Rahmen von den Scheiben. Weil das wird nie 100% exakt sein, ja. Das wird nie 100% exakt sein, dass man es 100% exakt hinkriegt. Es wird immer irgendwie eine Überschneidung in irgendeiner Form geben. Das heißt, da kann man dann sich die Frames nehmen. Kann die dann dafür benutzen. Man kann entweder von hier anfangen oder man nimmt einfach... Ich habe hier schon einen Frame von da hinten hierher gezogen. Da kann ich jetzt einfach auch den nehmen. Da wird er nämlich gerade. Wenn ich jetzt nämlich da runterziehe, genau so. Und dann kann man das so ein bisschen alles in den Beams, meine ich, verstecken. So. Dann wieder hier hin. So, machen wir mal da oben einen schönen Abschluss dran. Man muss auch mal den Abschluss finden. Wunderbar. Ich glaube, jetzt habe ich es an einer Stelle... Ups, jetzt bin ich an einer Stelle hier, glaube ich, ein bisschen verrutscht. Das war, glaube ich, nicht so ganz passend. Freiform ist natürlich eine Möglichkeit, das zu machen. Man kann aber auch diagonal, müsste, glaube ich, auch gehen. Aber ich mache das meistens lieber in Freiform. Also je nach Situation. Wenn es halt mit Freiform nicht geht, muss man halt die anderen mal probieren.
Hier zum Beispiel wäre es, glaube ich, sogar wieder besser, eher den Standard zu benutzen, weil man dann nämlich eine gerade ausgerichtete Seite hat von dem Beam. Muss man natürlich hier die richtige Stelle treffen. Hier ist es ein bisschen problematisch, weil vielleicht geht es von unten besser. Ja, von unten geht es hier in dem Fall besser. Ich nehme mal den Free-Modus. Okay, der Free-Modus. Hier ist ein bisschen eine problematische Stelle. Hier will er nicht so richtig, wie ich will. Egal, wir nehmen das erstmal so, wie es ist. Manchmal geht es halt einfach auch nicht anders. Es hängt immer ein bisschen vom Snap-Punkt ab. Muss man da ein bisschen rumfrickeln. Oder im Zweifel den Beam einfach auch nochmal neu setzen oben. Das kann auch helfen. Genau, sehr nice. Und schon haben wir einen Kreis gebaut. Mir fällt gerade auf, der Kreis ist nicht ganz exakt wie auf der anderen Seite, weil auf der anderen Seite ist der Radius doch eine Idee größer gewesen, glaube ich. Jetzt, wo ich das sehe, weil da sind nämlich Zwischenräume zwischen denen. Da sind die Zwischenräume größer. Wenn ich das jetzt hier wegmachen würde, würdet ihr sehen, dass zwischen den zwei Außenrahmen von den Fenstern ein größerer Zwischenraum ist. Deswegen habe ich hier nämlich auch zwei Beams nebeneinander gesetzt und habe damit die Zwischenräume gefüllt. Und deswegen musste ich hier auch diese Walkways setzen, damit man da nicht durchrutscht, weil da schon größere Lücken unten drunter waren. Deswegen habe ich das jetzt hier ein bisschen präziser noch hingekriegt als auf der anderen Seite. Im Grunde könnte man die andere Seite auch nochmal neu machen, aber das ist der Bogen halt kleiner, ne? Hier brauchen wir an sich auch einen kleineren Bogen, weil hier ist ja auch weniger Platz irgendwo. Ja. Aber so hat man hier halt einen schönen Blick auf den Wasserfall auch, ne? Das ist irgendwie eine schöne Kulisse für eine Fabrik, habe ich mir gedacht. Und ja, habe das jetzt einfach mal hier so platziert. Und wie gesagt, das ist die alte Turbodrahtfabrik übrigens. Und die habe ich einfach mal hier wieder neu aufgebaut. Jetzt müsste sogar ein bisschen mehr Kapazität am Start sein als vorher, wenn mich nicht alles täuscht. Einige Anlagen sind auch noch nicht angeschlossen. Da fehlt uns noch ein bisschen was. Genau, so das war eigentlich schon das Thema Rundbauen. Genau, wenn ihr jetzt natürlich einen Vollkreis habt, dann müsst ihr natürlich das Ganze komplett einmal rumziehen um 360 Grad. Das ist logisch. Ja, wenn ihr jetzt einen Halbkreis haben wollt, macht das so. Wenn ihr einen Viertelkreis haben wollt, macht das so. Je nachdem, wie viel Kreis ihr halt braucht. Je nachdem, wie verkreist ihr seid, müsst ihr das halt dann entsprechend für euch anpassen. Aber das Prinzip ist immer gleich, eigentlich. Und es ist wirklich einfach. Also es könnte jetzt in der Sesamstraße als Tutorial laufen und die kleinen Kinder würden es auch verstehen, glaube ich. Genau. Wenn der Kermit das dann auch erklärt. Auf jeden Fall, genau, fällt mir noch eine Sache ein, auf die ich kurz eingehen möchte. Ihr habt mir gesagt, zum Thema Diagonal bauen, habt ihr mir gesagt, es gibt einen Trick, um diagonal zu bauen. Wurde im Live-Chat geschrieben. Und zwar kann man ja die Straßensperrenblöcke hier, diese Roadblocks, die kann man nehmen und kann die relativ präzise so drehen, ausrichten, dass man sie so aneinander bauen kann, dass sie genau von einer Foundation-Ecke in die andere platziert werden können. Ja, also die sind dann genau diagonal. Von einer Ecke der Foundation zur anderen Ecke. Und wenn man jetzt da, wenn man jetzt die Wand nimmt, die Standardwand, kann man tatsächlich die Standardwand an den Snap-Punkt dieser Roadblocks dran setzen. Und es leckt ein bisschen dabei, ja, aber das kann man dann von da aus einfach. Mit Schwupps oder ne, ohne Schwupps, mit oder ohne, kann man das dann einfach da rausziehen. Das ist ein Trick für diagonale Foundations. So, jetzt kommt aber der Knaller. In einem Video von Coffee Stain, und zwar das Video DevBlock New Build Pieces, konnte man sehen in Jay seinem Baumenü, dass sie nicht nur diagonale Wände, sondern auch Angular Walls in verschiedenen Größen und Ausführungen geplant hatten für Update 5. Jace erwähnt es sogar ganz kurz. Er erwähnt sogar ganz kurz, here you have diagonals and stuff. Nice. Das war irgendwie, was er da erwähnt an der Stelle. Und ja. Aber wir haben ja keine diagonalen Wände gekriegt. Ja, das Einzige, was wir haben, ist Standardwand 4 Meter, Standardwand 1 Meter und der Rest sind die Dreiecke und die Tilted Walls. Er hat sie auch nicht demonstriert, die diagonalen Wände. Im Video. Er hat sie nur in seinem Baumenü gezeigt und sie hatten auch nur die Darstellung von der normalen Wand. Also auf jeden Fall spannend. Das heißt, es war an irgendeinem Punkt von Update 5 intern mal wohl geplant und auch relativ weit offensichtlich schon, dass man diagonal bauen kann. Und zwar
mit speziellen Wandteilen, die diagonal sind. Also das ist keine dynamische Lösung wie bei den Relings hier, bei den Zäunen. Weil bei den Zäunen ist es ja dynamisch. Da kannst du, wenn du eine Rampe hast und du machst einen Zaun an die Rampe, ja, wenn du es an einer normalen Foundation machst, ist es gerade. Wenn du es an den an die Rampe machst, wird es dynamisch zum schrägen Zaun. Und die diagonalen Wände wären keine dynamische Lösung gewesen. Und wahrscheinlich, ich meine, ich spekuliere jetzt, müsste man mal fragen, ob das vielleicht der Grund war, warum die rausgeflogen sind oder nicht. Wahrscheinlich hat man sich gesagt, die ganzen Funktionen, die sonst noch reinkommen, die Beams und so, die sind noch so arbeitsintensiv, dass wir jetzt einfach mal die diagonalen Wände weglassen, weil man ja auch dann wieder ein komplizierteres Baumenü hätte. Man hätte ja wieder für jede Variante der Materialien, also Beton und Metall und das alles, hätte man ja wieder diagonale Varianten in verschiedenen Höhen gebraucht. Das heißt, man hätte hier wieder noch einen Reiter gehabt, wo noch mehr Zeug drin ist. Und dann auch noch mal für die Angular Walls hätte man da auch noch mal dasselbe gebraucht. Das heißt, ja, also es wäre unglaublich viel Wust im Baumenü gewesen, den man, ja, es wird einfach zu viel dann irgendwann an Bauteilen. Und ich schätze mal, ich vermute mal ganz stark, dass man sich vielleicht gesagt hat, ja, dann lasst uns das doch lieber so ähnlich machen wie mit den Zäunen, dass es diagonal ist. Also lass es einfach ein besseres System machen, was wir aber jetzt aktuell nicht machen können, weil wir jetzt keine Zeit haben, weil wir jetzt die anderen Sachen machen müssen. Also wir lassen das einfach weg, aus Zeitgründen. Komplett raus. Was wir nicht haben, brauchen wir nicht, so nach dem Motto. Und deswegen vermute ich mal, ist das nicht, also einfach aus Zeitgründen halt, weil man einfach gesagt hat, man kann das System nicht besser machen, also lässt man es einfach erstmal. Das heißt aber nicht, dass das nicht kommt, ne? Also das kann durchaus sein, dass das vielleicht sogar noch kommt, dass es vielleicht einfach erstmal pausiert wurde. Es ist aber auf jeden Fall schon mal interessant, dass es im Teaser zu sehen war, ja? Also es ist nicht so, dass es nicht kommt, oder beziehungsweise, ja, ihr wisst, was ich sagen will. Es ist nicht so, dass ich mir das eingebildet habe. Ich hatte nämlich tatsächlich, wo Update 5 kam und wo wir uns das alles freigeschaltet haben und so, war mir dann plötzlich an einem Punkt so aufgegangen, sollten nicht noch irgendwie noch diagonale Wände kommen? Und ich hatte mir das dann zwischendurch auch so eingebildet im Kopf, dass er das gezeigt hätte in irgendeinem Video, dass er das auch aufgebaut hat und so mit diagonalen Wänden. Aber das habe ich mir tatsächlich, den Part habe ich mir eingebildet im Kopf. Der hat nicht existiert, ja. Also er hat das nie benutzt in irgendeinem Video, aber er hat das im Baumenü gehabt. Und daher kam nämlich meine Fehlinterpretation des Ganzen. Also ich dachte, es wäre zu sehen gewesen. Also es wäre im... Das ist halt irgendwie diese falsche Erinnerungsgeschichte. Das ist der Mandela-Effekt, der sogenannte. Man denkt, es wäre etwas passiert, was gar nicht passiert ist. Und das kommt daher, weil viele Menschen immer noch glauben, dass Nelson Mandela im Gefängnis gestorben wäre. Aber das ist gar nicht passiert. Das haben sich die Leute nur eingebildet. Das haben die nur gedacht, dass das passiert ist. Weil sie sich das alle... Weil es alle sich so irgendwie falsch erinnert haben. Genau. Und das ist so der Punkt. Das ist hier so ähnlich. Ich habe mir das nur eingebildet, dass Jace das irgendwie gebaut hat im Video. Aber er hat es im Baumenü gehabt. Und deswegen habe ich mal wahrscheinlich den anderen Teil, den habe ich dazu gedichtet. Aber es ist auf jeden Fall kein Scheiß. Also es ist keine komplette Scheiße. Es ist keine komplette Einbildung auf jeden Fall. Es ist teilweise korrekt. Jetzt wird es natürlich spannend, wann das dann kommt, ne? Einige schreiben ja schon, ja, wahrscheinlich für Update 6 und 7. Vielleicht kommt auch noch mal ein kleines Interims-Update. Eventuell wird es auch nachgereicht, wenn Update 5 in die Stable kommt. Ich habe keine Ahnung, ja, das ist alles Spekulatius meinerseits. Ich weiß es nicht, was da letztendlich passieren wird. Aber ich fände es trotzdem cool, wenn es vielleicht wirklich noch kommen würde, irgendwann. Die Möglichkeit, einfach diagonal zu bauen, weil das wird natürlich einige neue Möglichkeiten wieder bringen. Das müssen wir hier nochmal wegmachen jetzt. Das wird natürlich wieder einige neue Möglichkeiten zur Verfügung stellen, um neue Sachen zu bauen, ne? Ist schon eine feine Sache eigentlich. So, hier machen wir das jetzt einfach mal so, auch wenn das jetzt ein bisschen komisch aussieht hier mit dem Framework. Oder warte mal. Wir drehen das Dach einfach nach innen hier. Also, warte. Wir drehen das einfach so, damit der fette Teil hier innen ist, an der Wand. Ich glaube, dann sieht das ein bisschen schöner aus. Genau, dann ziehen wir das einfach hier rüber jetzt. So. Ja, warte, das müssen wir wieder wegmachen hier. Ich kann ja Mask Delete machen. Ich muss mich immer wieder an Mask Delete erinnern, unglaublich. Ich vergesse das immer, dass das geht. Ich bin da so ein Verweigerer. Ich bin einfach so ein chronischer Mask Delete Verweigerer. Unfassbar. Ja genau, ihr habt es hier vielleicht bei der Fabrik auch gesehen, ich habe hier Drohnen Hubs benutzt. Die Drohnen sollen dann letztendlich aus der Fabrik hier
den Turbodraht, den wir hier produzieren, abtransportieren. Ich möchte das hier gerne mit Drohnen machen, tatsächlich, langfristig. Weil das mit den Bändern, ich habe mir das hier mal angeguckt, hier unter der Anlage. Also das ist wirklich ein ganz schöner Wust so ein bisschen. Und das sind auch ziemlich lange Bänder. Und letztendlich fände ich es irgendwie cooler, wenn die Sachen, die wir hier produzieren, mit Drohnen entsprechend hier abgeholt werden. Also der Turbodraht. Und dann mit Drohnen ins große Megalager eingelagert werden. Das fände ich irgendwie ganz nice. Das wäre super. Und Telo446 hat 5 Stufe 1 Abos verschenkt. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Genau. Ist schon eine feine Sache. Und jetzt haben wir das hier tatsächlich die Fassade komplett zugebaut. Jetzt machen wir hier noch den Schniepel machen wir noch dran. Nie den Schniepel vergessen. Auch wenn er noch so klein ist. Der kann den großen Unterschied bedeuten. Der kleine Schniepel kann einen großen Unterschied machen. Hier sind, sonst zieht es ja hier rein. Das geht ja nicht. Das können wir ja nicht machen. So. Genau. Wunderschön. Wunderschön. Wunderbar. So, hier lasse ich mal gerade noch offen. Hier ist ja eh noch der Felsen. Da müsste man wahrscheinlich den Felsen noch irgendwie ein bisschen zubauen. Vielleicht mache ich das einfach mit Concrete Pillars. Muss ich mal gucken. Überlege ich mir noch was. Ist jetzt aber erstmal nicht Thema. Ich glaube, wir brauchen hier tatsächlich auch noch eine weitere Drohnentransportanlage, weil ich hätte jetzt so geplant, wir haben 2 Drohnen für den Turbodraht, aber wir brauchen noch Drohnen für die Batterien. Wir müssen ja auch Batterieversorgung, also Energieversorgung sicherstellen hier für die Dinger und die müssen wir ja auch wieder anliefern lassen von unserem Megalager, damit die hier immer auch Strom haben, die Drohnen. Ja, weil sonst, wenn die hier keine Batterien kriegen, dann fliegen die halt irgendwann nicht mehr. Das heißt, wir müssen eigentlich noch hier noch einen weiteren Hub bauen. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken, wie viel Platz braucht denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 Blöcke. Haben wir überhaupt noch 6 Blöcke Platz? Das ist die andere Frage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, das ist ein bisschen zu kurz hier. Verdammt! Verdammt! Na gut, ist egal. Wir können doch, warte mal, können wir nicht das irgendwie ineinander verschieben jetzt? Können wir nicht die Drohnenports? Warte mal, ich mach mal hier das Fenster nochmal auf. Jetzt bloß nicht abstürzen hier, ey. Hier ist jetzt bodenloser Schlund, liebe Freunde. Hier ist jetzt die Haarigkeit am Maximum angekommen. Lass mal hier einfach jetzt eine Plattform machen. So, kann ich die nicht ineinander setzen? Oder geht das nicht? Warte mal. Habe ich überhaupt das Material dafür? Ja, habe ich. Freiräume überlappen sich. Es kann zu Überschneidungen kommen. Nicht genügend Freiraum. Da ist er wieder. Mein alter Bekannter. Das gibt's ja gar nicht. Okay, das geht offensichtlich nicht. Da ist kein Soft-Clearance am Start. Okay. Na gut, dann... ich meine, wir können ja auch einfach sagen... Wir können ja auch sagen, wir machen da einfach nur einen Drohnenporte. Wir brauchen ja auch nur einen für Batterien. Drunter bauen, ja, da fängt dann irgendwann die Todeszone an. Da muss man ein bisschen aufpassen mit drunter bauen. Ne, wir machen mal nur einen noch für die Batterien. Den wir einfach ein Stück weiter rübernehmen. Nehmen Sie ihn rüber. Würde ich sagen. Ein Drohnenport. Hier so hin. Direkt gegenüber. Dann sind die beiden Landeplätze, die sind dann auch direkt gegenüber. Dann ist da eine große Fläche auch zum Laufen. Da kann man auch nicht so runterfallen dann. Muss man hier mal nur die Reling nochmal wegmachen, damit man hier auch von einem auf den anderen gehen kann. Genau. Sehr schön. Ja, und dann ziehen wir das einfach hier. Da können wir jetzt einfach die Gestaltung weitermachen auch. Ich mache mal das Licht an, damit ihr was sehen könnt. Gerade natürlich wieder timingtechnisch wunderbar mit Nacht und so. Dann machen wir hier auf der anderen Seite auch noch eine Treppe nach unten. Genau, apropos Leitern. Leitern snappen übrigens immer noch nicht an Walkways. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, weil das wäre schon irgendwie ganz praktisch, wenn sie das tun würden. Aber das tun sie leider nicht. So, dann machen wir da wieder eine Wand und dann eine Tür oben drauf oder einfach direkt daneben, damit wir da auf die richtige Flugebene kommen quasi. Nice. Nicht den Balken machen, genau das hier. Und dann setzen wir wieder die Scheiben schön daneben, genau wie wir das da drüben auch gemacht haben. Dann sieht das nämlich auch ein bisschen einheitlich aus. Ja, und hier würde ich sagen,
Hatte ich da nochmal eine Wand dazwischen gehabt eigentlich? Ja, hatte ich. Okay. Dann machen wir das hier genauso. Warte, dann machen wir hier weg. Hier machen wir eine Scheibe wieder hin. Da machen wir wieder eine normale Wand hin. Und dann hier die große Scheibe, genau. Und dann machen wir hier noch einen Balken. Warte, einen Träger meine ich. Ja, dahin, genau. Schön an die Ecke ran. Nicey, nice, genau. Und dann haben wir das fast genauso wie auf der anderen Seite und es ist trotzdem aktiv. So, jetzt müssen wir natürlich hier, jetzt haben wir hier nicht den Zugang. Jetzt haben wir hier gar nicht den Zugang zu den Ausgängen. Das heißt, wir müssen hier doch nochmal das so machen. Wie habe ich das denn hier gemacht eigentlich? Ah ja, da, ja, okay, da war das ein bisschen anders angeordnet. Da habe ich auch keine Wand drumherum gebaut oder so. Aber das ist ja hier, hier ist ja eine andere Situation als da drüben. Das heißt, warte, mach da mal ein Tor hin. So, genau, so ein Durchgang. Jetzt, meine lieben Freunde, können wir uns Folgendes zunutze machen. Also hier werden ja dann die Batterien angeliefert. Und das heißt, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir machen jetzt mal den unterirdischen Loch. Und den setzen wir jetzt so. Und dann setzen wir den Lift in den Loch. Genau, so jetzt ist Loch in Lift oder Lift in Loch. Und jetzt, ich muss aufpassen, weil jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht abstürze. Ich muss jetzt nämlich unter die Foundation. Ich habe zum Glück da schon Stromleitungen gesetzt. Denn jetzt zielen wir einfach aus dem Loch den Lift. So. Und jetzt gehen wir wieder auf die andere Seite. Warte mal, da ziehe ich mir sicherheitshalber mal noch eine Leitung rüber. Die ziehe ich mir mal dahin. Ich will hier ungern abstürzen, meine lieben Freunde. Es muss... Ponk. Was, lol? Das habe ich noch gar nicht gecheckt. Ist das gerade wirklich passiert? Warte mal ganz kurz. Was für ein geiles Geräusch, lol. Wenn man gegen die Glaswand läuft, macht das dieses Geräusch, wie wenn man im Supermarkt gegen die Scheibe rennt, weil man die Tür verfehlt. Lol. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Dong. Dong. Ist auch, wenn ich renne, ist es heller. Wenn ich renne, ist das Geräusch heller. Wenn ich langsam gehe, ist es so ein bisschen dumpfer, ein bisschen tiefer noch. Wie geil gemacht, ey. Geil. Ich mag das Plöggen. Ja, auf jeden. Das ist voll lustig, ey. Das ist voll gut gemacht. Dieses Spiel, ey. Ich sag's euch, dieses Spiel. So, jetzt düngeln wir wieder den nächsten, das nächste Ding düngeln wir jetzt. Hier genau, hier muss jetzt das nächste rein. Gib Mischlift. Drehlift da rein. Oh, wie er da eskaliert ist, habt ihr das gehört? Und jetzt hier da auch noch. Hier, der auch noch. Stromolift. Oh, guck mal, hier wird es aber ganz schön eng. Aber ich glaube, durch Soft Clearance müsste das gehen. Ja, geht. Soft Clearance regelt. Soft Clearance, meine lieben Freunde. Früher hätte man hier jetzt wieder einen Rappel gekriegt an der Stelle. Weil der Rappel hätte nämlich bedeutet, ah verdammt, der blöde Splitter ist ja im Weg. Ich hätte das jetzt alles wieder neu bauen müssen. Und das irgendwie wieder da hinquetschen müssen, dass es passt. Aber der Rappel, meine lieben Freunde, ist vorbei. Weil wir jetzt das ignorieren können, den Rappel. Der Wahnsinn. So, jetzt hier runter. Gib mir Schlift. So, und jetzt haben wir ja das Problem, dass wir hier unten, dass wir hier jetzt, wir haben jetzt hier ja zwei Eingänge und einen Ausgang nur. Aber wir können ja jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe zumindest, den Splitter nehmen. Genau, und den einfach da ransnappen. Ging zumindest oder sollte doch eigentlich gehen, oder? Meine ich jetzt? Ich probiere das jetzt einfach mal. Gucken, ob das klappt. Ich mache es jetzt einfach mal so. Ich meine, das ist doch auch eines der neuen Features gewesen, dass man das jetzt einfach da so direkt dranhängen kann und es ist kein Problem. Das Förderband ist zu lang. Nein! Okay, warte. Alle bleiben ganz ruhig. Da müssen wir das ums Eck legen. Warte mal. Oh, guck mal, da ist der Dings. Ey, warte mal, genau. Das habe ich mit Absicht gemacht, dass ich das dahin gemacht habe. Aber jetzt wird es auch nicht unbedingt länger dadurch, ne? Oder? Nee. Okay, warte, dann improvisieren wir mal kurz. Das Förderband ist zu steil, das Förderband ist zu lang. Immer diese Luxusprobleme hier. Warte mal ganz kurz.
Das kommt mir jetzt ungelegen. Warte, da machen wir es halt so. Hier, genau, warte, wir haben doch hier noch, komm. Wir machen das jetzt so, ja, so. Wir schwupsen das jetzt einfach mal ums Eck. Wir schwupsen das jetzt einfach mal schwupsdiwupps hier hinter. Ist jetzt zwar ein bisschen umständlich gemacht, aber egal, das mache ich noch schöner demnächst. Also nie. Genau. Mit Beams zum Beispiel, genau. Förderband machen und dann Splitter draufpacken. Auch so durchaus, ja, kann man durchaus auch so machen. Genau, wir können ja, um auf Nummer sicher zu gehen, warte. Wir können ja sagen, wie das gerade gesagt wurde, damit wir uns hier diese Peinlichkeit ersparen. Ist vollkommen richtig. Ich erspare mir jetzt mal die Peinlichkeit und mache die Peinlichkeit wieder weg. Aber das mit der Wand merken wir uns trotzdem mal. Das ist eigentlich auch gar nicht schlecht. Wir können ja einfach sagen, wir gehen von dem in den und machen dann einfach einen Lift auf das Förderband. Splitter meine ich, auf das Förderband. Und den können wir ja sogar ausrichten jetzt, genau. Und dann nehmen wir ein Förderband und stecken es rein. Und dann ist das doch korrekt jetzt. Genau, nice. Jetzt ist schon erledigt. Und schon ist es nicht mehr peinlich. Schon muss mir nichts mehr peinlich sein. Der Wahnsinn. Aber das hier muss mir noch peinlich sein. Da habe ich irgendwie, da habe ich über das Ziel hinaus gebeamt irgendwie. Man darf nicht über das Ziel hinaus beamen. Das geht nicht. Warte, man muss schon die richtige Stelle treffen hier, genau. So. Guck da jetzt oben raus. Nee, das ist nur die Reflexion, glaube ich. Ja, das ist nur die Reflexion, sehr gut. Wunderschön. Hervorragend. Was zum Teufel ist das? Das stimmt aber so nicht. So habe ich das nicht gebaut. Jetzt haben wir es. Das war irgendwie komisch. Warte mal, wie sieht denn das jetzt unten aus? Okay, jetzt ist es irgendwie richtig. Keine Ahnung, irgendwie war das gerade komisch. Er hat oben irgendwie nochmal einen neuen Lift gesetzt. Hat er das hier auch gemacht? Nee, hier hat er das nicht gemacht. Vielleicht bin ich ausgerutscht. Ich bin ausgerutscht und habe aus Versehen den Lift nochmal oben auf den anderen Lift gesetzt. Das wird es sein, genau. Boah, guckt euch mal dieses geile Licht an hier. Das ist auch so ein geiles Feature von Update 5. Das Licht sieht einfach so viel geiler aus, insbesondere wenn die Sonne gerade aufgeht. Guckt euch das doch mal an, wenn das hier so reinscheint. Scheint so, zumindest. Es ist schon, also mir scheint, dass es besser aussieht, wenn es scheint. Es hat schon was, wenn man jetzt hier auch mal so reinguckt. In die Fabrik. Das Glasdach macht jetzt natürlich auch den Effekt, ne? Sieht fast aus wie so ein Gewächshaus jetzt. Das ist mein Turbodraht-Gewächshaus. Nice. Ach ja, jetzt müssen wir hier natürlich auch dafür sorgen, dass hier keiner runterfällt, ne? Warte mal. Ich würde sagen, wir machen da mal eine, obwohl, nee, warte mal. Machen wir dann, nee, wir machen da mal sowas hier. Oder nee, warte, wir nehmen die hier. So machen wir das. Genau, und dann oben drauf machen wir hier die 1er, 1 Meter Wand. So. Und dann nochmal oben drauf an die Wand die Foundation dran, ne? So, und dann hier hinten auch nochmal ein Dings ran. Irgendwie muss ich da ein bisschen so an so eine imperiale Struktur denken bei diesen Fenstern, oder? Das hat irgendwie was von Todesstern, Schrägstrich, Sternzerstörer irgendwie. Es hat ein bisschen was von Star Wars. Diese Fensterform. Finde ich. Das ist die imperiale Form, das imperiale Modell. Hat irgendwie was. Sehr, sehr despotisch angehaucht. Dann wächst der Draht schneller, genau. Ist schon geil. Aber warte mal, hier können wir mal ganz schnell noch mal kurz das Fenster wegmachen, weil dann kann ich nämlich da unten die Wand noch durchziehen an der Kante. Das sind immer so die Kleinigkeiten, an die man auch denken muss. Genau. Niemals die Kleinigkeiten vergessen. Sehr schön. Dann haben wir hier nämlich die Möglichkeit, da lang zu gehen. Wie ist denn das eigentlich hier oben? Stimmt, man kann ja jetzt auch hier die Walkways, ja, die kann man jetzt ja auch snappen an die Walkways hier, guckt mal. Ich kann hier den Walkway auch oben dran ziehen. Das machen wir jetzt mal einfach von hier. Jetzt habe ich ja da den Snap-Punkt, das ist richtig, aber ich kann den auch hier ransetzen jetzt. Habt ihr ja gesehen gerade.
Und dann kann ich von da nämlich mit einer Treppe tiefer gehen. Und dann habe ich hier einen Walkway und kann dann hier hoch. Der Wahnsinn. Und wir können ja eigentlich von hier auch gleich mal einen Zugang machen. Vielleicht nach außen. Ah, warte mal, hier müssen wir ja noch die... Müssen wir hier noch setzen, guck mal. Oder warte, wir gehen hier einfach mit dem Walkway in das Geländer rein. Wir machen einfach eine Ecke. Genau. Dann passt das. Nice. Guckt euch das doch an. Jetzt haben wir hier einen riesigen Landeplatz draußen. Wie sieht denn das von Weitem aus jetzt? Jetzt müssen wir das auch mal vom Ganzen aus betrachten. Können das nicht immer nur von Namen sehen. Wir müssen das auch mal vom Weitem betrachten. Oh Gott, jetzt bloß nicht da ins Loch fallen, ey. Das wäre jetzt das Letzte. Nein, flieg hoch. Das wäre jetzt das Letzte, wenn es fertiggestellt ist, einfach ins Loch fallen und sterben. Ist doch nicht schlecht. Da unten fehlt noch der Streifen von der Wand. Der muss noch bis auf die andere Seite eigentlich noch durchgezogen werden. Fällt mir mal gerade so auf. Aber so an sich ist auf jeden Fall ein nices Konstrukt für so ein Gewächshaus, für so ein Turbodraht-Gewächshaus. Und jetzt sieht das auf jeden Fall schon mal besser aus als vorher, weil vorher war das einfach nur ein Haufen von Manufakturen, die einfach schräg an der Felswand dran gehangen haben, ja, und so übereinander gestapelt gewesen sind. Und jetzt sieht das halt einfach mal viel schöner aus, weil jetzt haben wir da ein großes Gebäude mit Panoramafenstern. Zugegeben, da ist noch ein bisschen was falsch eingefärbt an einigen Stellen. Da fehlen nur noch ein paar Beams vielleicht hier und da. Aber so an sich schon mal ja nicht so schlecht. Für den Anfang ja nicht schlecht, würde ich sagen. Und da rechts sind noch die Pillars, die muss ich auf der anderen Seite auch noch nach unten ziehen. Aber finde ich, kann sich schon mal sehen lassen. Besser als vorher, auf jeden Fall ein Improvement. Und dahinter entsteht ja auch noch eine Fassade für die andere Fabrik da noch. Du hast nicht aufgepasst, der Lift war oben schon verkehrt gebaut. Ach so. Er hat Pillar gesagt. Wenn ich nur Pillar sage, geht das alles noch. Schlimm ist es nur, wenn ich... Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, Satisfactory auch zu spielen, ihr könnt euch das gerne holen im Epic Store und ihr könnt euch das auch gerne mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE kaufen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis, den Epic zahlt. Den müsst ihr nicht bezahlen, für euch wird es nicht teurer. Ihr könnt mich damit unterstützen, ohne irgendwie spenden zu müssen oder sonst was, einfach nur indem ihr Spiele kauft. Und das könnt ihr auch machen mit anderen Spielen, das müsst ihr nicht unbedingt mit Satisfactory machen, wenn ihr das schon habt. Ihr könnt euch auch andere Spiele im Epic Store mit diesem Creator Tag kaufen. Das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne die anderen Videos anschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Suchtis Factory. Bis dann, ciao, ciao.